Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Wir sind beim 72. Tag, glaube ich jedenfalls, und dem 26.11. und fangen natürlich gleich an mit dem Torsgegner. Leider haben wir es gestern nicht geschafft auf Tier 1, aber vielleicht klappt es ja heute oder die nächsten paar Tage. Also, wir werden sehen. Wir geben es auf jeden Fall versuchen, so wie wir Mühe zu geben. Wir verkacken schon die erste Sonde. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass er keinen Cannon Rush macht. So, der dort ist auf jeden Fall unser Gate. Ohne Wissen kommen wir jetzt schon. Da gerade habe ich, glaube ich, bis jetzt noch keine Sonde gesehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hexe nimmt er nicht. Kein Cannon Rush. Alles Standard bis jetzt. Und wie wir uns fertig geht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir werden hier einfach mal einen Proxy-Stargate hinsetzen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hätte auch selber mal gucken müssen wegen seiner seiner Pylone, seinen ist schon. Wegen seiner zweiten Pylone. So, wir gucken selber, ob er irgendwo Foxy Stargate braucht. Und bauen zwei Stalker. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und wussten die auch. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin hier. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Pylonen vergessen. Und ist ein Dixie. Könnte auch ein All-In sein. Sollten wir auf jeden Fall gucken gehen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Im Namen der Lasst unsere Feinde unsere Wut spannen. Nicht genügend Mineralien. Soll er ruhig machen. Das wird wahrscheinlich ein All-In. Dimensionalstränge abgestimmt. Nicht genügend Energie. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Ich bin hier in den Schatten. Das Zeitfenster ist klein. Nicht genügend Energie. Ich habe Pylonen gebaut. Nicht genügend Energie. Ihr benötigt mehr Vespingas. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Forschung abgeschlossen. Der Weg ist klar. Okay, es wird nur all in. Ich bin das Herz. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin hier. GG, easy.
Hexe hat er auch nicht gehabt. Das ist wieder kurz davor. Na gut, ein Spiel noch. War so weit vorne? Nee, er war sogar ein Stückchen hinter uns. Ressourcen auf jeden Fall, army-technisch. Ja gut, dann kam das Void. Noch, würde noch gleich dazukommen, dann wäre es für ihn vorbei gewesen. Hat auch sein. Ach, schon wieder dasselbe. Kommt mit Sicherheit genau derselbe Cheese. Gut, da kann ich ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wird wahrscheinlich das gleiche spielen mit dem Warprison. Diesmal spielen wir aber nicht dasselbe mit Fliegern. Wir werden gleich eine Robo nehmen. Andere sein. Ja, eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genug Mineralien. So, wir spielen diesen Adepten. So, schon ein bisschen geknackt. Ne, noch nicht. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ja, kommt selber ins Target, ja? Okay, Pylon ist nicht da. Einen Auftrag. Die Schlacht wartet. Hor Salah. In die Schlacht. Najakar Minar. So soll es geschehen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Glebenkanone aktiviert. Uns einen Auftrag. Unser Denken gleicht sich. Feindkontakt. Ja, Exekutor? Hier, was ist euer Beginn? Hallo, ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin das Herr. Ich bin die Stimme der Ich muss aber zurück. Na. Abgeschlossen. Dann ist mein Zeug hier fertig langsam mal. So,
bereiten jetzt auf jeden Fall All In vor. Sonst bleibt uns jetzt nicht mehr übrig. Ich glaube, damit verkacke ich es wieder wahrscheinlich. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Erneut dienen. Shit. Nicht genügend. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Wir sind eins. Mein Leben für Ajur. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien, nicht genügend Energie. Wir bleiben nicht. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr seid auf mich an. Shit. Das ist ja, ich habe keine Chance mehr. Ziemlich dämlich, was ich gemacht habe hier. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Enttarnung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich kann nur noch eins haben, das hier. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Warten erst auf den zweiten Sterblichen noch und dann probieren wir es noch einmal. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Für Artanis! Mein Leben! Komme ich immer weit. GG. Schade, da haben wir es wieder verschenkt. Hätten einfach neues Mal das Makro-Game spielen sollen. Da haben wir es wieder echt verschenkt. So. Aber ich spiele noch ein ganz kleines, kurzes. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt mal keinen Protoss-Gegner. Wir haben auch nicht viel verloren. Also 7, wenn wir wieder gewinnen, kriegen wir 7 dazu. Das reicht halt nicht für ein Tier 1 zurzeit. Bitte kein Protoss-Gegner. Gegen Protoss ist halt 50-50.
Wir spielen gegen Zerg. Zerg ist auf jeden Fall besser. Da, wo ich da immer noch keine Lösung gefunden habe, wie ich Zerg fertig mache. Aber ist egal. Es ist auf jeden Fall angenehmer, als gegen Protoss zu spielen. Auch wenn Zerg immer ist. Okay, seitdem sie die Hydras ein bisschen genervt haben, nicht. Finde ich es auf jeden Fall sehr viel angenehmer, gegen die zu spielen. So, kein Good Luck erfahren. Das ist ein cheesy Zerg. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, eindeutig. Cheesy. Eure Sonden werden angegriffen. Guck natürlich rein, ob schon Pool hat. Hat er schon Pool vor, Hedge? Soll ich da echt kriegen mit der Sonde? Eure Sonden werden angegriffen. Oh, jetzt schon ganz schön knapp, ne? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich nehme lieber noch einen Bersi dazu. Mineralien. Kann er ruhig anknacken. Wir sind die Klingen, Major. Ich bin hier in die Schatten. Ihr benötigt mehr Respekt. Basis wird angegriffen. Soll's hochgehen? Ich bin das Herr. Was ist euer Begehr? Die Erde. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Vorwärts. Genug. Yes. Ach Mann, hab ich auch noch vertippt. Forschung abgeschlossen. Nun gut. Ganz gut. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin das Herz. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ach, jetzt hab ich auch noch vergessen, was er wollte. Teleportation erfolgreich. Ihr benötigt mehr Vespingas.
Ihr benötigt mehr Vespingas. Yes. Erneut. Ah, oh, schon ein Dritter. Tja, schon eine Dritte. Hier brauchen wir auch eine Dritte langsam mal. Und Vater ist zum Glück noch nicht. Erfolgreich. Hier ist zusätzlich nicht genügend Energie. Zeit für den Kampf. Die Seradek Krayor. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es heute auch nicht so mein Tag ist im Spielen. Aber wir versuchen unser Bestes. Ganz viele Linge. Teleportation erfolgreich. Euer Leben ist zu wesentlichen Regionen bauen. Mein Leben für Ajur. Dann stehe hier. Zeit für den Kampf. Verstanden. Oh, viele Linge. Ich. Ach, Klon. Das kostet mich wahrscheinlich jetzt das Spiel. Ich sehne mich nach Seradek Krayor. Die Himmel warten. Na, warum ist das nicht mehr auf den richtigen Plätzen? Nicht genügend Energie. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mineralienfeld erschöpft. Tobias Olin wollte ich aber eigentlich nicht machen. Jetzt ist besser hier hinzusetzen. Anan Pogal. Schon eine dritte. Schlecht wäre es. Verstanden. Na, überrascht. Mein Leben für Ajur. Warum kriegen die eigentlich nicht zurück? Auf den Schwingen der Seradek Wolffeld. Ich bin das Herr. Für die Ehre. Gut, dann ist halt jetzt ein All-In. Mein Leben für Ajur. Wolffeld online. Verstanden. Mineralienfeld erschöpft. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Forschung abgeschlossen. Mein Leben für ihr. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, da hat schon ganz schön viel Gags. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir warten am dritten Kolossen noch auf Mango. Ich sehne mich nach. Das hast du anscheinend auch gedacht. Mein Leben für Ajur. Zeit für den Kampf. Die Himmel. Ich sehne mich nach dem Kampf.
Siravec, Krayor. Mein Leben für Ayur. GG. Gut, ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt eher weiter mit dem Schreiben. Wir schreiben jetzt auch noch gleich ein GT Replayed und wir sind immer noch nicht aufgestiegen. Warum denn nicht? Weil es nicht reicht. So, ich schreibe ihn auch noch kurz ein GT. Moment, was denn? GT WP und das Chat verlassen. Na gut, leider haben wir es halt immer noch nicht geschafft auf DR1. Sind immer noch ganz kurz davor. Das sieht man jetzt nicht mehr. Aber unser Profil sind wir schon Dia 1. Moment. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also wir haben auf jeden Fall ein MMR von Dia 1. Sehr schön. Mal gucken, ob wir morgen dann auch das Symbol dazu kriegen. Da würde ich sagen, euch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss für euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.